Hallo und willkommen zu diesem etwas komplexeren Tutorial. In diesem Tutorial für den RPG Maker möchte ich euch erklären, wie ihr eigene Menüs erstellen könnt. Dazu muss ich leider ein klitzeklein wenig improvisieren und wahrscheinlich werde ich Fehler machen, aber ich werde sie auch gleich vor Ort korrigieren und hoffen, dass ihr ebenfalls aus meinen Fehlern lernt. Aber ihr werdet auch Fehler machen. Hahaha. Also, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir beginnen direkt bei Null. Ich versuche euch alles zu erklären. Dieses Tutorial wird wahrscheinlich ein wenig länger. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen und ich hoffe, ihr könnt danach eure eigenen Menüs erstellen. Sei es nun, dass sie ähnlich wie in Final Fantasy sind oder wie das Ringmenü aus Secret of Mana. Ganz egal. Danach werdet ihr es hoffentlich können. Ihr müsst dazu die Grundlagen des RPG-Makers beherrschen. Ich werde hier nämlich nicht jedes Detail erklären. Fangen wir jetzt also an. Wir möchten, dass unser eigenes Menü aufgerufen wird, sobald wir Escape drücken. Da aber standardmäßig das Standardmenü vom RPG-Maker aufgerufen wird, sobald wir Escape drücken, müssen wir eben genau dieses Standardmenü erst deaktivieren. Dazu erstellen wir zum Beispiel ein Event ganz am Anfang auf Autostart und gehen in der Database auf. Ah, jetzt muss ich eben selbst suchen. Ah, wo ist es? Allow, disallow, Main Menu. Forbid, Main Menu. Es soll verboten sein. Danach aktivieren wir zum Beispiel einen Schalter, den habe ich hier genannt, Voreinstellungen Spiel. Okay. Dann machen wir eine neue Seite. Und die neue Seite ist leer. Und die aktiviert sich, wenn wir Voreinstellungen Spiel aktiviert haben. So, das bedeutet, dieser Schalter wird nur ein einziges Mal aktiviert, falls wir zufällig nochmal diese Karte betreten. Gut, soweit so gut. Nun ist das Standardmenü deaktiviert. Wie machen wir nun weiter? Ohne Grafiken geht überhaupt nichts und deswegen müssen wir uns Grafiken anlegen. Ich verwende hier zum Beispiel Photoshop. Ihr könnt aber auch jedes andere Programm verwenden. Ich habe jetzt, damit ihr eine bessere Übersicht habt, dieses Raster angelegt. Dieses Fenster ist 320x240 Pixel groß, also eine Kartengröße. Das eignet sich generell, um zu planen, was ihr als nächstes skripten wollt, was ihr auf die Karte packen wollt. Ich erstelle hier einen neuen Layer und lege jetzt erstmal irgendwas an. Zum Beispiel mit der Schriftart Arial, Größe 12, linksbündig. Möchten wir das Standardmenü aufrufen? Oh, das ist doch ein bisschen groß. Ich werde euch auch gleich in diesem Tutorial zeigen, wie ihr importieren könnt. Das Ganze machen wir auf Known, damit wir keinen hässlichen Flecke haben. Obwohl, nein, wir lassen es auf Sharp. Sehr gut. Gehe auf OK. Und nun erstelle ich mir darunter eine neue Ebene. Ich möchte einen kleinen Button haben. Und der besitzt keinen Anti-Aliasing-Effekt. Deswegen kann ich ruhig diesen Effekt der Schriftart so lassen. Den fülle ich dann zum Beispiel mit Orange. Einfach so. So, wir nehmen noch zwei weitere Punkte. So. Wie gesagt, ich improvisiere hier ein wenig. So. So. Okay. Ich erstelle hier übrigens ein Standardmenü. Also quasi ein Standardmenü, ein Ringmenü nicht. Wie das geht, das werde ich sicherlich später erwähnen. Der nächste Punkt wäre zum Beispiel Speichern. Und der letzte Punkt Spiel beenden. Fängt alles mit S an, ich hoffe, das irritiert nicht. Deswegen nennen wir das erste Menü. Ich schreibe Menü immer mit UE, ich weiß nicht wieso. Es ist eine Angewohnheit. So, dann reduziere ich alles auf ein Layer. So, dann markiere ich alle, mache die anderen weg, kopiere es, neue Datei, füge es ein, so. Alles auf ein Layer, dann Bild,
Modus, indizierte Farben oder Index Color, hier sind es 13, und Transparency könnt ihr rausnehmen. Dann auf OK und das Ganze abspeichern. Oh, hier bin ich noch im Ordner Sunset over Imdal. Ich muss auf TrueMG, muss mein Projekt suchen. Ja, wo ist es denn? Haha. Aufgezeichnete Videos, glaube ich. Ja, hier haben wir es. Und dann würde ich sagen, TrueTutorial MG. Und dann, Spiel 2 habe ich es genannt. Ja, hier ist es. Hier stelle ich mir einen neuen Ordner, den nenne ich Plus Import Plus. Dort packe ich immer alles rein, was ich importieren möchte. Und dann speichern wir als PNG ab. Das nennen wir dann Menü.1 speichern. Okay. Dann schnappen wir uns das nächste. Das wird jetzt ein wenig schneller gehen, zum Glück. Also, neue Datei, Modus, Index, Color, okay, neu abspeichern als Menüpunkt 2 und als PNG-Datei. Dass ihr das Ganze auf 256 Indexfarben reduziert, ist wichtig. Da der Maker euer Bild ansonsten nicht importieren kann. Und Menüpunkt 3. Okay. Nun fehlt aber noch etwas, wir benötigen einen Cursor. Als Cursor nehmen wir etwas, was genauso groß ist wie dieser Button, zumindest in diesem Fall. Ich lege hier also einen neuen Layer an, mache das Ganze zum Beispiel, boah, ich weiß nicht, hellblau? Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist, aber nehmen wir jetzt einfach. Kopieren uns das Ganze nochmal, zack, 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 zack. Ja, das ist nur eine einzige Farbe. Sollte aber auch genügen und wir nennen das jetzt Cursor. Gut, dann sind wir jetzt hiermit fertig und wechseln wieder zum RPG Maker. Nun müssen wir unsere Dateien importieren. Import, also dieser Button hier oben, ihr habt es ja gesehen, dann auf Picture und Import. Das ist mein anderes Projekt. Das ist nicht das Richtige. Och, jetzt muss ich das wieder suchen, aber das geht schneller. Aufgezeichnete Videos. Kein Problem, kein Problem. Gehen auf Spiel 2, dann Import. Und hier haben wir unseren Cursor. Klicken ihn an. Das ist dann die transparente Farbe. Und hier auch. Aber ich möchte bei keinem meiner Menüpunkte eine transparente Farbe. Deswegen ist es egal, ob ich jetzt eine transparente Farbe wähle. Wir können auch direkt schwarz wählen. Dann blinkt nur der schwarze Bereich. Aber das spielt hier keine Rolle, denn ich möchte keine Transparenz in meinem Menü. Soweit, so gut. Nun haben wir unsere Grafiken importiert. Wir sind glückliche Skripter und Programmierer und Grafiker. Nun, was können wir damit anstellen? Ich würde sagen, wir sorgen erst einmal dafür, dass wir unser Menü aufrufen können. Dazu, das ist noch was Altes, Entschuldigung. Dazu gehen wir in die Common Events, die globalen Events. Warum? Nun, wir möchten, dass wir unser Menü überall aufrufen können. Und da wir dieses Event, was eventuell zig Zeilen lang ist, nicht auf jede Karte packen wollen, sondern einfach für alle Karten verfügbar haben wollen, packen wir das in die globalen Events, also die Common Events. Also nennen wir es Menü aufrufen. Das Ganze unter einem parallelen Prozess. Nun benötigen wir eine Tastenabfrage. Wir nehmen Show Choices. Nein, das war's nicht. Ich muss selbst immer suchen. Ich vergesse es immer wieder. Key Input Processing auf der 3. Gut, wir wählen eine Variable und die ist Menüaufruf. Ich setze dahinter immer noch ein T in Klammern, damit ich weiß, dass hier eine Tastenabfolge nötig ist. Und es soll aufgerufen werden mit Cancel, also Escape oder der Taste 0. Deswegen wählen wir die anderen heraus. Ausgezeichnet. Nun eine Bedingung. Conditional Branch bzw. Fork. Wenn Menüaufruf T gleich 6 ist, ein Was wäre ansonsten, also Else-Händler hier unten benötigen wir nicht, dann soll ein Schalter aktiviert werden, nämlich Menü
Aufrufen. Wird aktiviert. Gut. Wenn das geschehen ist, erstellen wir ein neues Event. Ein neues Common Event. Und damit werden wir uns erst im nächsten Video beschäftigen. Bis gleich.